zum Netzwerk Best for Soil und zu den Datenbanken, bevor dann der Hauptteil kommt, die biologische Bekämpfung von Trithylenchius penetrans in Erdbeeren. Wir sehen das. Dieses Netzwerk, gewisse wissen das schon, ist ein internationales Wissensaustauschnetzwerk. Es geht darum, also Kenntnisse auszutauschen, auch ganz speziell zwischen Praktikern, Beratern, Produzenten. Es ist von Horizon 2020 bezahlt, aber es gibt keine Forschung in diesem Projekt. Es ist international, das sind 20 Länder, da hat es Leute, die aktiv sind, Partner oder wie sagen denn Facilitators, das Vermittler. Da seht ihr auch die Partner, die dabei sind und dann eben der Koordinator Harm ist von Delphi und Michaela ist von PH Petersen. Benjamin ist vom Fibel in Österreich und ich bin von Agoscope. Es ist deswegen in 22 Sprachen, aber heute, das ist eigentlich eine Neuheit, nur auf Deutsch. Wir haben jetzt entschieden, machen wir das für die deutschsprachigen Leute in Europa, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Die Website kennt ihr wahrscheinlich schon, sonst hier ist sie einfach zu finden mit der Adresse bestforsoil.eu und darin ist sie eigentlich relativ einfach, sich zurechtzufinden. Hier die Sprache, hier oben, das ist oben rechts, kann man die Sprache auswählen. Also normalerweise ist automatisch die Sprache wird gewählt, die ihr braucht für den Browser. Also wenn ihr auf Deutsch eingestellt ist, wird Deutsch sein. Und sonst könnt ihr hier die Sprache entsprechend auswählen. Die vier Methoden, eben die Best Four, das Vier steht auch für Vier, nicht nur für Vier, sind dieses Kompost, organische Zusätze, dann die Gründünger, Zwischenfrüchte, darüber reden wir heute, spezieller Gründünger, da geht es. Die Solarisation mehr für die Länder im Süden und dann die anaerobe Bodenentseuchung, Anaerobic Soil Disinfestation, darüber wird heute auch noch. Bin ich sicher? Nein, heute nicht, aber das ist auch noch eine Methode, die eher für uns gedacht ist. Uns, damit meine ich eben Österreich, Deutschland, Schweiz. Und dann viele Informationen über Fruchtfolgen. Zu all zudem gibt es Videos und Merkblätter, verschiedene Anzahlen, also Kompost relativ viele, auch eins über die Qualitätsbestimmung. Gründünger jeweils zwei und dann noch jeweils eins über Bodengesundheit, Bodenwürdige Krankheiten, Organsubstanz des Bodens und mikrobielle Antagonisten. Und das Neue ist in Vorbereitung, es wird eines geben über Komposttee und ein weiteres über Überfluten, Inundation, eine Methode, die auch in den Niederlanden gebraucht wird und die auch recht erfolgreich ist, um bodenwürdige Krankheiten und Nematoden zu bekämpfen. Blog, das ist jetzt relativ seit Anfang des Jahres sind wir ziemlich aktiv auf dem Blog. Ja, da gibt es regelmäßig Neuigkeiten, also zum Netzwerk, aber auch zu anderen Projekten, welche mit Bodengesundheit zu tun haben. Zum Beispiel gibt es einen Blog, der über diese vier Workshops, die wir durchgeführt hatten, im November bis März. Und im Blog, das findet ihr die Links zu den Vorträgen, die es immer noch als YouTube-Videos gibt. Also man kann die, wenn man die verpasst hat, nochmal ansehen will oder für Schulung, Beratung brauchen möchte, kann man die finden. Also der Link über den Blog, dann den Link und dann seid ihr wieder. Findet ihr diese Videos. Fruchtfolgen. Da sind die Datenbanken sehr wichtig. Es gibt zwei Datenbanken, eine für Nematoden, eine für Pilze, Krankheitserreger. Wir haben die getrennt aufgeführt. Es wäre zu kompliziert gewesen, alles zusammenzutun. Wir sehen das dann schon bei den Pilzen, Krankheitserregern haben wir relativ viel, 137 Krankheitserreger. Das macht es ziemlich groß. Es betrifft 20 Ackerbaukulturen, also eigentlich 19 plus die Schwarzbrache, 29 Gemüse und 21 Gründünger. In den Gemüsen ist auch Erdbeere als gemüseähnliche Kultur, sage ich mal so, drin. Die anderen Beeren sind nicht drin, was ja eher mehrjährige Kulturen sind. Die Datenbanken umfassen 31 Nematodenarten und 137 Krankheitserreger. Allerdings hat es auch sehr viele Spezialformen und spezielle Gruppen drin. Darum sind es so viele. Es gibt zum Glück nicht so viele Krankheitserreger im Boden. So sieht die Datenbank für Nematoden aus.
Also man kann, ich werde es nicht das erklären, dazu gibt es Videos auf der Website selbst, Erklärungen, Merkblätter, und man kann das auch jederzeit in Kursen, also wir bieten Kurse an, um die Datenbanken kennenzulernen. Kommen da gleich darauf noch zurück. Aber hier seht ihr, also das ist jetzt, ich weiß nicht, warum ich es auf Englisch ausgewählt habe, gesagt, es gibt es auch auf Deutsch. Diese hier ist Datenbank-Krankheitserreger, die habe ich jetzt auf Deutsch, wie ihr seht. Land muss man auswählen, dann Bodentyp, und dann kann man zum Beispiel Ackerkulturen auswählen, verschiedene Gruppen von Krankheitserregern. Wir haben jetzt Gruppen eingeführt, vorher waren wirklich alle so drauf, jetzt gibt es Gruppen. Und das würde ein Schema sein von Krankheitserreger in Ackerbaukulturen. Man sieht, Ackerbaukulturen hat, ja, ich habe nicht alle Krankheitserreger reingenommen, sonst sähe es nicht so schön aus. Es gibt auch viele Sachen, da gibt es keine Probleme, aber es gibt dann auch Kulturen. Hier Sclerotinia, da hat es sehr viele, also sehr viele Kulturen sind da Wirtspflanzen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf die Datenbanken ein, das würde zu viel Zeit nehmen. Aber es ist möglich, dass man eben Treffen macht, so ein bisschen wie jetzt dieser Workshop, speziell zu den Datenbanken. Jetzt denke ich Zukunft auch wieder im, nicht nur online, sondern man kann sich treffen als Gruppe. Also in der Schweiz wurden gestern ziemlich viele Lockerungen kundgegeben, zum Glück. Für die Schweiz könnt ihr mich kontaktieren. Ich mache das wirklich sehr gerne. Ich habe auch im Gemüsebau, kommt ein Artikel raus, in der Zeitschrift Gemüsebau, und da habe ich schon Daten angegeben, wenn ich das machen werde. In Deutschland, Österreich müsst ihr euch an die entsprechenden Leute wenden, also Michaela in Deutschland und dann Benjamin oder Alfred Grant in Österreich. Also das sind die Daten, die ich schon angegeben habe für die Schweiz, aber das heißt natürlich, könnt das ja online ist, können auch Leute aus Deutschland, Österreich daran teilnehmen. Dann gibt es auch Arbeitsgruppen, würde uns interessieren, also mit Praktikern, Beratern zusammen solche Gruppen zu bilden, zum Beispiel diese Methoden wie die ASD auszutesten. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal probiert in der Schweiz, bin nicht sehr weit gekommen. Manchmal fehlt halt einfach auch die nötige Unterstützung. Und was uns natürlich auch interessiert, sind Rückmeldungen, Feedbacks zu den Datenbanken, zu den Methoden. Dafür gibt es eine Funktion auf der Website, die ist immer unten rechts. Also auf jeder Seite gibt es diese Funktion Rückmeldung geben. Und da wird man, es ist dann, hoffe ich, ich finde es sehr einfach, also es ist nicht sehr lang und man kann eigentlich meistens nur anklicken. Wir wären wirklich interessiert, natürlich kritische Rückmeldungen, was nicht geht oder was fehlt oder was Fragen gibt, weil wir hoffen natürlich, dass das Bestversorgungsnetzwerk nicht auseinanderfällt, wenn das Projekt Ende März nächsten Jahres zu Ende geht, sondern dass es weiterleben wird. Das wird es aber nur, wenn genügend Interesse vorhanden ist. Ihr könnt auch jederzeit ein E-Mail an diese Adresse schicken. Das gab ein bisschen Probleme diesmal, irgendein Problem beim Umleiten, weil diese Adresse ist natürlich an niemand direkt bestimmt und musste umgeleitet werden, aber jetzt sollte das klappen. Registrieren, das ist auch eine Möglichkeit, da bekommt ihr dann von uns regelmäßig Informationen zu den Gebieten, die ihr auswählt. Das ist noch kürzer als der Feedback, das braucht nicht mal eine Minute, würde ich sagen. Überall respektieren wir den Datenschutz, ganz wichtig, seit gut 2 Jahren. Also das ist wirklich so gemacht. Und wir geben die Daten natürlich auch nicht weiter. Man kann sich auch jederzeit wieder abmelden, also streichen lassen aus dieser Registrierung. Jawohl, hier die Registrierung ist ist eines in dem Menü auf der Website, auch oben rechts vor den Sprachen. Kontakte habe ich bereits erwähnt, also das findet ihr auch auf der Website, das ist Benjamin Waldner vom Fibel Österreich oder dann in Österreich auch der Alfred Grant von der Grant Farm. In Deutschland Michaela Stadthölter von PH Petersen und in der Schweiz bin das ich in der Agroskop. Diese Information, wenn ihr auf die Website geht, gibt es eine Unterseite Konsortium und dann ist es entsprechend alphabetisch aufgeführt. Und als Englisch ist, kommt zuerst Österreich, dann kommt Deutschland und dann kommt die Schweiz. Das ist jetzt nicht die Rangliste der EU, der
Europameisterschaft im Fußball, sondern das ist einfach für uns gedacht. Habt ihr Fragen dazu? Sonst wird es weitergehen. Ich denke, Fragen könnt ihr, wie gesagt, jederzeit stellen an allgemeine Adresse. Eine Aufmerkung, wenn Leute, die sich registrieren auf der Website, die werden dann auch weiter informiert über Best for Soil, hä? Auch wenn wir Newsletters ausgeben, dann empfängt man die auch. So ein Aufruf von meiner Seite, um so viel wie möglich euch zu registrieren. Dann ja. Ist das Feld offen für den nächsten Sprecher. Ja, dann werde ich auch teilen. Mal sehen, ob das klingt. Okay, na ja, ich möchte gerne Tagetes Spatula und Pratelenges Penetrans vorführen. Ich bin Leonard Moradijk, ich bin Forscher Nematologie in der Station für angewandte Forschung für Ackerbau und Feldgemüsebau. Das ist ein Unterteil der Landwirtschaftsuniversität auf Universität Wageningen. Ich möchte gerne eine kurze Einleitung geben über Nematoden und dann über Pratelenges Penetrans und dann natürlich in Detail auf die Tagetes. Und wie gesagt, am jedem Moment, dass Sie Fragen haben, bitte brechen Sie ein, kein Problem. Wie gesagt, ich bin von Wageningen Uni und mal ich sehen, ob ich das zeigen kann. Ich bin hier in Lelystad, in die neue Flevopolder und wir sind ein Unterteil von Wageningen. Und Sie sehen hier unsere Forschungsinstitute auf die verschiedenen Bodenarten, wo ich die Nematodenversuche durchführen kann, was ich mache zusammen mit den Kollegen von der Uni und anderen Instituten in den Niederlanden. Wir versuchen integriert zu arbeiten, multidisziplinär. Und was ich gerne möge hier in meiner Position ist, dass ich zwischen die Anwender, die Landwirte und die Professoren in Wageningen da bin und eine Bindegliedfunktion habe. Die Landwirte haben eine wichtige Stimme in unser Forschungsthema. Und ja, das ist nur ein kleines Teil meiner Arbeit, aber wir machen auch Nematologie in Vietnam und Costa Rica. Aber ja, vielleicht die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich die Nematoden, aber ich möchte doch gerne mal introduzieren. Wo sind die dann? Ja, es gibt mehr dann, ja, nur in der Landwirtschaft mehr dann 1000 Arten. Und ja, über das Ganze sind es 1000 Arten, aber die meisten davon sind in die marinen Sedimenten, beide ins Meer, aber auch in Telefon. Entschuldigung. Und ein Teil sind in Boden und da in die Sedimente und nur ein kleines Teil sind die pflanzenparasitären Nematoden. Und leider gibt es auch Nematoden in Menschen. Und das hier sehen Sie ein schreckliches Bild von Elephantiasis, was auch durch eine Nematoden, die im Wasser vorkommt, bei Schnecken übertragen wird. Ja, und das macht Schwierigkeiten für die. Es gibt über 1,4 Milliarden Leute, die infiziert sind mit diesen Nematoden. Und ja, das ist ganz ein Problem in die Tropen. Für die pflanzenparasitären Nematoden kann man sagen, dass das eingeschätzt wird, dass ein 10-50% von der weltweiten Nahrungsmittelproduktion durch pflanzenparasitäre Nematoden verloren geht. Die meisten Sorten, die sehen so aus. Das sind die Bakterienesser, 5000 Mal vergrößert. Und eigentlich kann man sagen, das sind wie die Pottfische oder das sind Tiere, die nur das Bodenwasser durchfiltern und auf Bakterien leben. Und das sind die meisten Arten, sind diese Bakterienesser. In jedem Boden sind so um 100 ml Boden, 100 Gramm Grund, gibt es ungefähr 4000 Nematoden und ja, jedenfalls 30, 40 verschiedene Arten. Und wie gesagt, viele von diesen
Bakterienesser. Neben den Schalen gibt es auch Nematoden, die eine große Hilfe sind. Hier sehen Sie eine sehr unglückliche Schnecke, ein Verrucerus reticulatum. Und der leitet von einem biologischen Bekämpfungsprodukt, was wir entwickelt haben, Nemaschluck. Und das ist eine Nematode, Phasmaraditis, der eine Bakterie bei sich trägt, die die Schnecken tötet. So, und so gibt es auch gegen Insekten und gibt es Steinernehmer. Also auch sehr, sehr viele positive Nematodensorten, die auch für die Landwirtschaft ganz, ganz positiv sind. Die Plantpharyngitären, ja, die machen natürlich Kopfschmerzen, weil es Schäden gibt in die Produkte. Und ja, das ist sehr, sehr verschieden, wie das aussieht. Ein großes Problem ist oft, dass die Landwirte die Nematoden nicht kennen, auch die Symptome nicht kennen und eben, wenn die Ernte nicht gut ist, nicht daran denken, dass es keine Strukturprobleme sind oder Wasserprobleme sind, aber dass es auch Nematoden sein könnten. Wenn man nach den Nematodenarten guckt, dann ist das ganz unterschiedlich. Es sieht unter dem Boden sieht es aus wie in ein Tiergarten, ganz, ganz verschiedene Arten mit ganz verschiedenen Biologie. Und hier rechts sehen Sie einen Bakterienesser, die mit einem Schleifen hier die Nematoden hinein, auf die Bakterien hineinbringt. Und das ist dann ein Merkmal für die Pflanzenparasite, dass es so einen Mundstachel gibt, eine Telegide-Stachel, womit die Nematoden die Wurzeln öffnen kann und ja, eindringen oder die Nährstoffe aufnehmen kann. So, das ist das wirkliche Unterschied, dass der Mundstachel, das macht aus einer Nematode einen Pflanzparasiten. Aber diese Pflanzparasiten sind auch ganz unterschiedlich. Es gibt Sorten, die nur Ektoparasiten sind, die nur wie hier die Xiphenema von draußen mit die Stachel einsteckt, der nie in den Wurzel eintritt. Und hier ist die Fratilenges penetrans, die Wurzelläsionsnematode, die ein Endoparasit ist und der eindringt und alle Lebensstadien in die Wurzel ein- und austreten kann. Die bleiben mobil. Andere, wie die Wurzelgallennematoden oder die Zystnematoden, dann sind nur die Juvenilen sind mobil, treten in den Wurzel ein und wenn die dann in das nächste Stadium kommen, dann sind die sessil, können sie nicht mehr bewegen. So, die Wurzelläsionsnematoden, das sind so eine ganz beschränkte Gruppe, mit die eigene Biologie und für eine Nematodenbekämpfung ist es ganz wichtig, dass wir die Biologie gut kennen und suchen nach Möglichkeiten, wo sind die Schwachheiten von dieser Nematodengruppe und was sind die Stärken, wo können wir interferieren. Ja, in diesem Bild sehen Sie, was eine normale Reihenfolge ist. Die Eier, die sind im Boden, in Winterzeit, die sind da frei im Boden oder die sind in Wurzelresten von der letzten Vorfrucht. Das sind keine ganz gute Überlebensstrukturen. So, es gibt Nematodenarten, die 20, 30 Jahre überleben ohne Wirtspflanze. Das ist nicht der Fall für die Läsionsnematoden, die können höchstens einen Winter überleben und brauchen das nächste Jahr wieder eine Wirtspflanze, um sich füttern zu können und ja, die Generationen weiterzuführen. Wie heißt das auf Deutsch? Dass die im nächsten Stadium kommen, so die nächste Mold, ich weiß nicht auf Deutsch. Entwicklungsstadium? Ja, so Molting. Heute. Ja, danke, Michaela. Ja, so, es gibt schon sofort eine erste Häutung
Und das bedeutet, dass die Eier im Winter überleben und dann ist das juvenile zweite Stadium schon da. Und wenn die Temperatur gut ist und das Wasser ist da und Temperatur bedeutet über 5 Grad ungefähr, dann werden diese schlüpfen und dann hat man diese zweite juvenile Stadium, die aktiv sind und die treten dann in die Wurzeln ein, wo sie wo sie sich ernähren an die Wurzeln, Nährstoffe, die in die Zellen da sind. Und was man an die Draußenseite sieht, ist so eine Läsion und davon kommt die Name, die Wurzelläsionsmethode. Und diese Verfarbung, das ist nicht von der Nematode selbst, aber alle Prozesse, die nach dem Eintreten dahin gehen. Meistens sind die Nematoden nicht mehr hier in diese Dunkle, aber sind schon hier draußen und bewegen sich durch das Wurzelsystem. Wenn man so in die Landbau, Ackerbau, Freilandgemüsebau umgeht und guckt, was Pratelenges-Penetrans so alles machen kann, dann sehen Sie ja ein typisches Bild vom Schaden in Möhren. Das ist schon so ein Beispiel, dass ein Landwirt oft sagen wird, ach, das ist bestimmt ein niedriger Standort, da gibt es was Wasserprobleme und das ist der Grund, dass das nicht so gut wächst. Und leider guckt man dann nicht auf das Wurzelsystem, denn man konnte schon wissen, dass etwas los ist, denn Sie sehen keine normale Hauptwurzel, aber das ist ganz unruhig und Sie sehen auch, dass es schwarz wird. Und das bedeutet auch, dass in diese Orte und Stelle, da wird nie eine Ernte von Qualität kommen. Und wenn das schon weit verbreitet ist auf diesem Feld, dann ist unsere Beratung auch, macht den Crop zu Ende. Denn es wird nie eine gute Ernte geben. Das ist schwierig für den Landwirt. Sie sehen hier, dass es ganz voll ist um so eine Wurzelende, denn dort ist der Ort oder der Platz, wo die Nematoden eintreten. Das ist hinten erst so am Ende der Wurzeln. Nicht so überall, aber da im Ende und dann geht es hoch weiter ins Wurzelsystem. Oft sieht man am Kropf, am Frucht oben nichts, aber dann sieht man beim Ernte, dass in diesem sind das B-Möhren mit einer niedrigen Aussaatmenge. Und da sieht man, oben hat man nichts gespürt, aber die Ernte ist völlig wertlos. So, hier sieht man dann auf die Feinwurzeln diese Wurzelläsionen und da ist man sicher davon, dass man mit Pratelengus zu tun hat. Und die meisten Sorten haben wirklich Probleme mit Pratelengus penetrans und etwas weniger mit den anderen Läsionssorten wie Crenatus oder Neglectus. So penetrans ist wirklich die meisten Schäden macht diese Sorte. Um eine Idee zu geben, wie das geht, habe ich hier eine kleine Film, dass es sie dreht. Sie sehen hier den Kopf von der Pratelenges-Penetrans. Er hat so hier einen Chitinpanzer, wo die Muskeln sich angreifen. Und mit dem Mundstachel hat er die Möglichkeit, die 2 Atmosphäre, die hier in der Wurzelzelle ist, zu überwinden. Kann ich auch das geht. Wir haben eine Frage von Michaela. Ja? Michaela, bitte. Du hast eben gesagt, mit dem Möhren, die Empfehlung ist, umbrechen, dann, wenn du den Befall siehst, das wird nicht bis zur Ernte ausreifen lassen, vorher schon umgebrochen bei dem Befall. Ja, weil man weiß schon, dass es eine Missernte ist, so man hat nur Viehfutter. Und wenn man das Gewächs sich weiter wachsen lässt, dann werden nur die Populationen hochgehen. So, man füttert nur die Nematoden. Und ja, wenn man früh dabei ist, dann hat man noch eine Möglichkeit auf diesem Feld eine gute Zwischenfrucht oder manchmal ist es noch zeitlich für Ackerboden, die Phacelius vulgaris,
die man noch spät anbauen kann oder so etwas. Oder da geht es. Ne? Oder da geht es, ja, das wäre auch ein guter Harm, ja. Aber es ist sehr schwer, denn die meisten Landwirte denken, ach, vielleicht geht es noch etwas besser oder so, das ist dann eine schwere Entscheidung. Aber es ist vernünftig, das zu machen. Ja, das ist ja schon drastisch. Deswegen danke, dass du das noch. Ja. Jetzt ist die Frage, kann ich die Escape? Ja, da geht er. Sehen Sie, wie die Stachel hin und her bewegt und da geht die durch den Wurzeln rein. Das ist eine Aufnahme. Die Zeit ist nicht verschnellt oder so. Das geht wirklich so, wie es hier geht. Das sind schon, das ist vom Uni Kiel gemacht worden, schon im 70er Jahre, diese Filme. Das denke ich, das ist eine, ja, ich mag das sehr gerne. Und es zeigt auch sehr gut, dass Nematoden nicht Wurzel auffressen oder so etwas, aber dass es wirklich sehr fein zusammengeht, diese Ökologie der Nematoden zusammen mit die Wirtspflanzen. So. Und so sieht es aus auf Salat. Es ist nicht so, dass die Salat nicht wächst, aber man bekommt einen Gewächs sehr unregelmäßig. Und das in Holland ist das ganz schwierig dann zu bestimmen, wann ist dieses Feld fertig zur Ernte, weil das eine größere Variabilität in die Kropfgewichte gibt. Und Sie sehen hier wieder die dunkle Flecke auf den Wurzeln. Die Läsionen, die sind da. Und was auch ein gutes Merkmal ist, ist, dass wenn man so eine Läsion hat und man versucht, den Wurzeln zu brechen, dann bricht er nicht, denn die Zentralzylinder ist noch immer ganz stark. So man reift sozusagen die Außenschienen vom Wurzeln. Und wenn es Rhizoctonia wäre oder ein Pilz, dann würde da den Wurzel bestimmt brechen. So kann man auch das Unterschied sehen zwischen einer Pilzkrankheit am Wurzeln und einem Wurzelläsionsbefall. Jetzt geht es zum Erdbeeren. Denn Erdbeeren haben von Penetrans alleine schon einen Zurückfall in Fruchternte. Aber wenn es zusammengeht mit Fertilindaliae, dann wird das ganz, ganz viel stärker. Dann Pratelengis alleine ist schon schwierig, aber wenn das zusammenkommt mit Fertilindaliae, dann ist das wirklich ein riesiges Problem für Ernte, Kilos und Qualität. Was wir dann vorführen, auch im Best for Soil, aber auch was wir in den Niederlanden gemacht haben, ist zu versuchen, einen Bodengesundheitsmanagement bei den Landwirten hereinzubringen, weil in Holland, Niederländer, war die alte Methode, ich habe eine Nematode, ich brauche eine Nematizide und wir haben auch sehr viele Kilos aktive Stoff verwendet, aber das ist jetzt vorbei, auch gesetzlich, aber dafür braucht man etwas anderes, man soll eine Strategie haben, um die Nematoden zu verbeugen oder vernünftig zu bekämpfen. So, das fängt an mit gutes Pflanzenmaterial und das ist natürlich auch für Erdbeeren wichtig. Wenn schon die Pflanzen befallen sind mit Pratelengis penetrans in die Wurzeln sind, dann pflanzt man schon das Problem auf einem neuen Feld. Das wird ziemlich gut überprüft und auch man versucht die Wurzeln so frei wie möglich von Pratelengis zu halten. Betriebshygiene natürlich, wenn man mit Maschine hin und her schleppt und Boden überbringt. Die höchsten Befallswerte für Pratelengis sind so ungefähr 3.000-4.000 Pratelengis penetrans pro 100 Milliliter Grundboden. Ja, das bedeutet auch, dass wenn man einen befallenen Boden hat und das wird mit Maschine hin und her geschleppt, dass das sich handelt über 4 sehr hohe Anzahlen. Unkräuter sind natürlich auch Wirtspflanzen und das bedeutet, das Unkrautmanagement, das ist auch Nematodenmanagement. Wichtig, dass wir so viel wie möglich die Nematoden nicht auf Unkräuter gefüttert werden.
Natürlich hängt alles davon ab, sind da schon Problemarten da? Wenn das nicht so ist, dann ist man ein glücklicher Anbauer, dann braucht man sich keine Denken darüber zu machen. Aber abhängig vom Bodentyp, wie leichter die Boden, wie mehr Sorten da sind und auch wenn es in Historie, in die Geschichte schon Nematodenprobleme gab, da sind die Tiere noch immer da. Und dann ist es wichtig zu sehen, wie man vorbeugt, dass die Befallswerte zu hoch werden. Und das hat Vincent gezeigt, dafür sind die Databases, die Datenbanken von Best for Soil sehr geeignet, um zu sehen, welche Früchte passen, gut sind oder welche man sich eigentlich nicht leisten kann, wenn man an Erdbeeren arbeitet. Pflanzenbegutachtung, weiß man, wie eine gute Wurzel aussieht. Und natürlich kann man Bodenproben nehmen und ich werde da etwas noch mehr über sagen für Paratrinx-Penetrans. Dann geht es über die Fruchtfolge. Das ist nur noch nicht die Frequenz von der Anbau. Das ist nur wichtig für die spezialisierten Arten, wie die Zystnemethoden. Aber die Paratrinx-Penetrans hat eine sehr breite Wildpflanzenreihe. So, da kann man nichts mit Anbaufrequenz, aber dann geht es über die Bauplan, die Folge der Früchte. Und dann hat man weitere Maßnahmen und da sind dann die Fangpflanze oder biologische Bekämpfung oder Möglichkeiten, die Suppressivität von einem Boden zu verbessern. Und für die Niederländer sind da auch die Nematiziden, die noch da sind. Aber Nematizide nur, wenn die anderen Möglichkeiten keine Lösung bieten und nicht mehr wie 20 Jahre her, dass die Nematiziden das Fundament der Strategie waren. So, wenn man dann guckt für Probenahme, das ist auch für Prattlings-Penetrans entwickelt und das ist eine intensive Probenahme. Und ja, man sieht hier, wenn man wirklich intensiv probt, dann wird es ganz voll auf dem Feld. Aber was hier gemacht wird, ist, dass wir geguckt haben, nach wie die Nematoden verteilt sind über ein Feld und mit mathematischen Modellen hat Thomas Behn und Cory Schoomaker haben dafür Probenahmesysteme entwickelt. Und die sind da für Zystnemethoden, Melodogyne Chetwoodi und Pratelengs Penetrans. Aber und mit dem Boden, was macht man, als man eine Probe nach Labor bringt? Dann werden die Proben werden gewaschen. Und hier haben Sie zwei Beispiele, wie das gemacht wird. Das System ist eigentlich ganz, ganz einfach. Die Proben die werden in viel Wasser gebracht. Und Sie sehen hier, das Wasser wird hier unter eingeblasen. Und das bedeutet, dass die Stromgeschwindigkeit hier niedrig ist und immer höher wird. Und das bedeutet, dass schwere Sachen wie Sand oder so, das geht hier durch und die Nematoden bleiben hier schweben. Und später wird dann über diesen Sieben wird die Nematoden da ausgenommen. Und das ist ein anderes System, ein Sinus-System, womit auch frei lebende und semi-frei lebende Nematoden gewonnen werden können. Aber ganz wichtig zu wissen ist, dass man, wenn man nur dies macht, dann findet man nur die Nematoden, die auf das Moment frei im Boden herumgehen. Und wie gesagt, Pratelengus penetrans ist ein Endoparasit und das bedeutet, dass während der Frucht oder nach dem Ernte die meisten Nematoden nicht im Boden sind, aber die sind in die Wurzeln und die werden auf diese Weise werden die verloren. So, was seit 15 Jahren sich geändert hat, ist, dass man auch das organische Material, was in einem Boden ist, das wird auf eine Sieben aufgenommen, sodass mineralische Teil, das geht sofort in die Waschmaschine sozusagen, und die organische Teil wird inkubiert. Und dass das wichtig ist, das sehen Sie hier, wenn wir so in einem Mais Wachstumsperiode gehen, dann sehen Sie, dass die meiste Pratelengus penetrans ist nicht in die Mineralfraktion, freilebend in die Boden, aber ist in die Wurzeln da. So, um zu wissen, was die Befall ist, dann braucht man mineralische Fraktion und die organische Fraktion. Und hier sehen Sie, wie wir das dann
auch von Wurzeln auswaschen können. Das ist so eine Nebelzimmer. Da wird so eine Feinnebel gemacht und die Nematoden, die kriechen dann manchmal außen den Wurzeln und dann werden die ausgespült. So, wenn Sie im Erdbeerenbetrieb tätig sind und da werden Proben genommen, dann kommt bald die Frage, ich habe hier Laborergebnisse und da werden 50 Bratelinges Penetrans pro 100 ml gefunden. Ist das viel oder wenig und was mache ich damit? Und da habe ich immer ein bisschen blöde Antwort und da sage ich, wenn es die letzte sind, ist es wenig, aber wenn es die erste sind, ist es viel. Und wo hängt das von ab? Das hängt damit zusammen. Was ist die Datum der Probenahme? Ist der Vorfrucht eine Wirtspflanze oder nicht? Sind die 50 mit oder ohne Inkubation? Und ist 50 viel oder wenig? Das hängt von der Folgefrucht ab. Wenn 50 pro 100 ml, wenn das für Erdbeeren ist, dann ist das viel. Dann hat das schon Schaden. Und natürlich, wenn es nur die mineralische Fraktion ist, dann ist es ganz sehr viel, wenn die Vorfrucht eine Wirtspflanze ist. Denn dann weiß man schon, wenn man nicht die organische Fraktion mitgenommen hat, hat man einen riesigen Befall verpasst. Da sind noch, wie gezeigt in diesem Maisbeispiel, da sind die meisten sind noch in Wurzeln, so, da sind die 50 sind die ersten. Ja, so. Das sind alles so Sachen, die, wo man mit rechnen soll, wenn man mit Bratelenges zu tun hat in einem Ackerbau- oder Freiland-Gemüsebausystem. Und dann komme ich auf die Hauptfrage, was kann man mit Tagetes, um das Problem zu kontrollieren? Und wie gesagt, wichtig ist, dass die ganze Nematode-Strategie schon da ist. Man hat da sich über Gedanken gemacht, was ist die Reihenfolge, ist das Erdbeeren, in welcher Saison macht man das, wie ist die Bodenbearbeitung, das hat man schon alles da. Und dann kommt man auf weitere Maßnahmen und eine weitere Maßnahme ist Tagetes Spatula. Eine Nematologe in Holland, Oostenbrink, hat schon in 1957 da viel über geschrieben, dass es möglich geht, dass es eine aktive Abnahme, eine aktive Kontrolle gibt durch Tagetes auf Bratelenges penetrans. Und er hat das ausgefunden, weil er von den Kollegen in Mexiko gehört hatte, dass wenn man in Mexiko Tagetes anbaute und die Blumen werden gefüttert an die Hühner, um schöne Orangen Eier zu bekommen, dass man gespürt hatte, dass die Kartoffeln, die nach den Tagetes angebaut werden, sich viel bessere Ernte leisteten. Man wusste nicht warum und das hat der Oosterbrink das nach überprüft und kam darauf, dass die Probleme in Mexiko das war, Bratelenges penetrans, und dass die Tagetes wirklich den Grund war, dass die Befallen so niedrig waren, so dass wie oft in Wissenschaft, es war ein Glücksfall, dass man das gefunden hat. Aber in die 50er Jahren hat das sich nicht, ist nicht in die Praxis eingekommen. Natürlich haben damals die Nematiziden auch angefangen und man hatte so etwas, ja, aber ich bin Ackerbauer, ich bin doch nicht so blöd, eine Gartenblumen anzubauen. So, da hat das damit gestoppt. Und wir haben in die 90er Jahren, wenn die Diskussionen über die Nematiziden kamen, diese Idee wieder aufgenommen und versucht, da geht es zu einem praktische Lösung zu bringen. Was wissen wir über die Wirkungsweise? Hier sehen Sie einen Durchschnitt von einer Wurzel und hier ist die Endodermis und es hat sich bewiesen, da sind Leute promoviert in den 70er Jahren über diese Frage, dass das System ist, dass es Schwebelverbindungen gibt nur in die Endodermis, das sind Alpha-Tetionil, Alpha-Tetiophene. Und wenn man die Endodermis schädigt, dann wird die Pflanze reagieren mit Peroxidase. Und diese Peroxidase zusammen mit diesen Schwefelverbindungen bringen es bis Singlet Sauerstoff. Das ist O3 oder eigentlich eine O mit einer extra Elektronenladung. Und das ist sehr korrosiv. Für einen Landwirt erkläre ich immer,
dass es ein Ozon ist. Das ist nicht der Fall, aber das erklärt sich leichter, weil wie im Schwimmbadehalle und so weiter wird auch mit dieser O3 wird Wasser sauber gemacht. Und diese Singlet-Schauerstoff, der tötet die Nematode, aber da soll die Nematode auch da sein. Es sind keine Giftstoffe, die rausgehen im Boden oder so etwas. Die Nematoden sollen wirklich diese Singlet-Schauerstoff begegnen. Und deswegen ist es, dass nur Pratelenges-Arten getroffen werden, abgetötet werden, denn das sind die einzigen Arten, die die Endodermis durchstichen. Die kommen so tief in ein Wurzel. Und für zum Beispiel Trigodoriden, das ist der Nektoparasit, die sind nur draußen. Und es gibt eben Trigodoriden-Arten, die sich darum vermehren können. Und auch gibt es Melanogene Hapla-Populationen, die nicht so tief eintreten und auch nicht getötet werden. So, es ist ganz spezifisch Pratelengus-Arten und es ist keine Nematodenfanglösung. Und das ist natürlich schwierig oft, um das zu unterscheiden. Was ich in den 90er Jahren gemacht habe, auf unserem Versuchsbauernhof im Süden, ist, dass im Jahre 1998 habe ich Tagetes oder Phacelia angebaut, so in 4 Wiederholungen in einem Blockdesign. Und dann habe ich Möhren angebaut, was eine Wertpflanze ist, und in 2000 welches Weidelgras. Und Sie sehen, die rote Linie, das sind die Felder, wo in 98 Tagetes angebaut war. Und die blaue Linie ist, wo Phacelia angebaut war. Und Sie sehen, dass Tagetes ja, hat einen guten Ruf gezeigt. Es ist kaum noch zu messen. Ich habe angefangen auf 400 Penetrans pro 100. Das ist Phacelia ist eine Wirtspflanze, die hat stabilisiert und man sieht auf die Möhren, dass die Nematoden eben da bleiben und dass auf die Tagetes, die noch nicht zurück sind, eben nach einer sehr guten Wirtspflanze, ein Dreipunkter im Altjes-Schema, sehen Sie, dass das ganz wieder hoch geht auf die Felder, wo in 98 Phacelia war, aber auf die Felder mit Tagetes ist es noch immer unter dem Schadenniveau. So, das bedeutet, dass man mehrere Jahre einen positiven Effekt hat von dem Tagetes-Anbau. Und mit diesen Daten haben wir angefangen, um die Landwirte davon zu überzeugen, auch die Erdbeerenzüchter, dass man besser Tagetes einführen kann, dann Nematoziden zu nutzen. Und wie wird das dann jetzt gemacht? Man hat zwei Möglichkeiten, aber am liebsten bauen wir Tagetes als Hauptfrucht an. Im Ackerbau wird dann oft Getreide nicht angebaut, Bali, Gersten. Das bringt ein holländischer Ackerbauer nur 700 Euro. Aber im Erdbeeren, auch im Apfel und so, wird ein ganzes Jahr dafür benutzt, um Tagetes einzuplanen. Die Aussaatzeit in Holland ist zwischen 15. Mai und 15. August. Das hat mit die Frost zu tun, denn es ist sehr empfindlich für Frost, so man soll warten. Aber die optimale Periode ist zwischen 15. Juni und 15. Juli, weil dann die Tagetes etwas schneller wächst und man besser die Unkräuter unter Kontrolle hält. 3 bis 10 Kilo. 3 ist möglich, aber dann soll man das ganz gut auf Reihen anpflanzen, sodass man die Unkräuter, dass man da damit auch wegkommen kann. Abstand zwischen Reihen, 3 Monate Kultivierungsdauer und dann hat man ein sehr gutes Ernte, viel frische Masse und das bringt eine effektive organische Stoff zwischen 1200, wenn man erst im Anfang August anbaut, bis 2500 Kilo. Und das ist, wenn man diese optimale Periode 15. Juni, 15. Juli hat. Für die Unkrautbekämpfung haben wir oft falsches Saatbett, dass man das vorbereitet.
Und in die Niederlande sind Herbiziden, Integriertes gesteht, genehmigt. Und da haben wir ein Niedrigdosierungssystem, um ja, chemisch die Targetes sauber zu halten. Im Garten, im Hausgarten, hat man oft die Schnecken, die Targetes gerne machen, aber wir haben auf die Sandboden, wo sich dieses Bratelenges-Penetrans-Probleme gibt, haben wir noch nie Probleme gesehen, dass Schnecken sich so stark vermehren oder so theoretisch könnte das sein. Aber wir haben da noch nie etwas von gespürt. So wie gesagt, seit 90er Jahren ist es in Erdbeeren, aber auch die Rosenzüchter, die haben das ganz schnell aufgenommen, weil die Unterstämme von Rosen auch ganz empfindlich sind für Bratelenges und man auch mit diesen Rosen kein Bratelenges transportieren möchte. Und auch unsere Lilienanbauer. Lilien ist ganz, ganz empfindlich und dafür würde sehr viel Nemezide genutzt, aber man hat das jetzt gelöst mit Tagetes. Und letztes Jahr gab es so zwischen 7.000 und 10.000 Hektar Tagetes in Freiland, sodass mehr und mehr wird das auf großen Schal wird das benutzt. Und jetzt hat es auch in Kartoffeln angefangen, Tagetes zu benutzen und in Zwiebeln, die auch ganz empfindlich sind für Bratelenges-Schaden. So, aber Erdbeeren, da gibt es schon meist die langste Erfahrungen. Die Kosten in Holland sind ungefähr 475 Euro pro Hektar. Das bedeutet die Samenkosten das sind ungefähr 30 Euro pro Kilo. Und das angebaut wird durch einen Profi. Denn das Saat hakt, ist schwierig gut zu verstreuen. So, man braucht wirklich Leute, die wissen, wie das zu machen. Und in den Niederlanden gibt es auch Maschinen, die Samen durchmischen, sodass das freikommt und dass man nicht eine ganz variable Aussaat bekommt. Lennart, darüber war auch eine Frage. Habt ihr eine spezielle Sämaschine für Tagetes? Ja, die Sämaschine ist nicht speziell, because das ist eine Tilot-Sämaschine. Das sind die Sämaschinen, die kleine Brustel haben. Und mit dieser Brustel werden auch die Samen wieder losgemacht. Aber das Wichtige ist, dass man, wie heißt das in dem Bunker, wie heißt das auf Deutsch, Harm? In den Saatbunker. Auf die Vorrat, Bunker kann vielleicht auch. Aber du meinst, ja? Ja, ich denke, der Kasten, ja, oder? Oder Saatkasten? Ja, der Saatkasten auf die Maschine. Aber wir sagen auch Bunker. Auch Bunker. Okay. So die Saatbunker, da hat man eine Mischungsgerät eingemacht, sodass nicht auf die Saatbunker diese Samen alles zusammen kleben. Ein Mischwerk, ein Rührwerk? Ja, ein Rührwerk in den Bunker. Und dann wird mit einem Tilot-System wird das Samen verstreut. Und das geht sehr gut. Und dann kann man auch niedriger gehen mit den Kilos. Denn natürlich pro Kilo sind das ziemlich hohe Kosten. Um die Erdbeer Anbauer zu überzeugen, haben wir Ende 90 haben wir eine langjährige Versuch gemacht und die möchte ich gerne vorführen. Das haben wir auf unserem Versuchsbauernhof in Horst gemacht, wo die Erdbeerenprüfungen da gewesen sind. Und was ich hier zeigen möchte, ist die Ernte 2001 von die Erdbeeren El Santa. Und hier sehen Sie die Historie von den verschiedenen Objekten. Wir haben vor das Winter 97-98 haben wir Bodenentsorgung durchgeführt mit Methan-Natrium, 300 Liter, das ist die normale, ziemlich hoch. Das war die normale Standardmaßnahme, Nematizide.
Und dann sind 3 Jahre Erdbeeren angebaut. So, das wird auch oft gemacht in Holland, dass das einen Bestand hat von einige Jahre. 2000 auch noch Erdbeeren. Und hier ist die Ernte von 2001. So, wir haben hier die Referenz. Kein Nematizide. 3 Jahre Erdbeeren angebaut. Und hier das 4. Jahr. Hier haben Sie die normale Situation mit Nematizide. Und hier sehen Sie, dass irgendwie in die Reihenfolge statt Erdbeeren Tagetes angebaut wird. Hier in 2000, hier war es schon in 1999 und hier die Tagetes in 1998. Und was Sie sehen, ist, dass die Ernte, und ja, das ist natürlich die Klasse 1, ist am wichtigsten, dass unabhängig von dem Jahr, auch wenn schon 3 Jahre vorher die Tagetes angebaut würde, dass die Ernte sich sehr verbessert hat und dass die Ergebnisse viel besser sind, dann, wenn man das mit die chemische Bodenentsorgung vergleicht. Wir haben natürlich auch die Ernte in die Jahren dazwischen, haben wir alles gemacht. Und ja, die Daten sind alle in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Aber hiermit waren unsere Erdbeeranbauer überzeugt und haben dann auch das System weit übernommen, um Tagetes in die Reihenfolge einzubringen. Wenn Sie mögen, wir können auch im, das haben wir in 2004 veröffentlicht. Und die Schlussfolgerung war, die Wirkung von Patella auf die Populationsdichte von Penetrans hielt länger an als die Wirkung der chemischen Bodenentsorgung, Bodenbegasung. Und Erdbeeren würde in 3 aufeinanderfolgenden Jahren nach Patella ohne Schäden durch den Wurzelläsionsnematoden angebaut. So, ja, deswegen ist jetzt Tagetes und Erdbeeren eine Normalstrategie geworden. Ja, aber wie gesagt, Pratelengus penetrans ist nicht nur wichtig in Erdbeeren und ich möchte noch einige Daten vorführen von Kartoffelanbau. Ich konnte das nicht übersetzen in diesem, so ich erkläre das, was wir hier gemacht haben, ist ein Gründungsversuch, wo wir Schwarzbrache, Rauhafer, Untergetes und eine Mischung vergleichen. Und dabei sind auch noch für die Rauhafer und die Tagetes 3 Aussaatmomente, den 19. Juli, 15. August und den 8. September. Und wir haben auf jedem Feld haben wir die Infektionslage gemessen und die war so stabil, dass ich eine für die verschiedenen Objekte ist die Infektionsniveau völlig gleich. Das ganze Feld hat eine sehr regelmäßige Befall. So, dies ist den Infektion unmittelbar vor der Aussaat von der Gründungen. Und was passiert dann mit der Nematodenpopulation, wenn man nächstes Jahr im März guckt, was das Effekt war von diesen Zwischenflucht? Und dann sehen Sie hier Schwarzbrache. Und Sie sehen, dass die natürliche die Abnahme, das ist nicht so ganz viel. Wir wissen es schon, es gibt Nematodenarten, die im Winter bis 90% abnehmen. Aber das ist nicht der Fall für Pratelengus penetrans. Die ist viel stabiler durch die Winter, geht hier durch die Winter. So, die Abnahme ist sehr wenig. Aber auch ganz deutlich ist, dass die 3 Aussaatmomente von japanischer Rauhafer, dass das keinen Unterschied gibt mit der Schwarzbrache. Und das zeigt hier wieder, dass Rauhafer keine Fangpflanze ist, aber eine Nichtwirtspflanze. So, das ist auch ganz wichtig, dass wir eine Zwischenfrucht haben, die eine Nichtwirtspflanze ist. Aber in Praxis wird oft darüber gesprochen, dass Rauhafer auch eine Fangpflanze ist für Penetrans. Aber das ist eine ja, das ist nicht so. Sie sehen es ist gleich wie Schwarzbrache. So im Schema ist das ein Streifen, nicht Wertpflanze. Und dann sehen Sie die Tagetes. Man kann es nicht mehr messen, wenn
man die Aussaat von dem 19. Juli hat in 2016. Man kann etwas messen auf Aussaat 15. August, aber die Aussaat von 8. September, das ist wirklich zu spät. Dann ist das Effekt ist nicht mehr besser als die Rauhafer oder die Schwarzbrache. Und dann haben wir hier eine Mischung von 8 verschiedenen Pflanzsorten in die Mischung. Und man hofft natürlich, dass Breitling-Spendetrans den Weg verliert und nicht weiß, wohin zu gehen. Aber die Tiere sind ganz klug. Sie wissen genau, welche von diesen 8 Sorten Wildpflanzen sind. Und man sieht eine sehr starke Vermehrung auf die, von der Mischung auf diese Breitling-Spendetrans. Na, man kann auch sehen, das ist von einem anderen Experiment, wo wir Kartoffeln angebaut haben. So, wir haben Schwarzbrache, Rettich, Bodenentsorgung nach der Grundausbettung und der Gators. Und in Blau ist der Befall, der Effekt auf die Pratelenges. Auf unserer Referenz sind wir noch auf eine kleine 300. Wir wissen, dass Rettich eine Wildpflanze ist, so, da geht das hoch. Hier sieht man das Effekt von der Bodenentzeugung, das ist ziemlich effektiv. Aber die Tagetes, die macht viel besser dann die Bodenentzeugung, das kann man nicht mehr messen. Und wenn man dann nach den Ernte von den Kartoffeln guckt, dann sieht man, dass die Ernte geht normal, wenn man nichts gemacht hat, von 50 nach 65. Wenn das mit der Bodenentzeugung gemacht würde, dann hat man schon eine Besserung von 8 Tonnen. Aber da geht es, macht es besser dann die Bodenentzeugung, dann hat er noch 7 Tonnen mehr. Und das ist, weil jetzt im Norden, in unserer stärkeren Kartoffelproduktion, mehr und mehr da geht es eingebaut wird in die Fruchtfolge. Und was man da oft macht, ist, dass man noch nach den Gästen da geht es anbaut. Dann ist man nicht den 15. Juli, aber man ist noch auf dem 15. August da und dann hat man auch schon einen guten Effekt auf die Kartoffelernte. So, ich hoffe, dass ich damit ein bisschen erklärt habe, wie wir versuchen, zusammen mit den Landwirten ein Management durchzuführen, womit wir mit der Prävention weiß, was da ist auf deinen Feldern, was kann man machen mit der Fruchtfolge, mit der Sortenwahl und welche weitere Maßnahmen können wir geben. Und ist eine Fangpflanze Tagetes, ist das eine Option in dem System von der Landwirt? Wenn man das so zusammenbringt, möchte ich noch gerne einige beachtenswerte Aspekte darstellen. So ausschließlich Pratelengesarten. Andere Nematoden, sehr viele, da geht es an Nicht-Wirtspflanzen, so hat man eine natürliche Abnahme. Das können Sie überprüfen in die Databases von Best for Soil. Wenn da Unkräuter sind, das verringert das Tagetes-Effekt, da viele Unkräuterarten gute Wirtspflanzen sind. Frostanfällig, so sehr frühe oder sehr späte Aussaaten, die sind zu vermeiden. Trigodoriden vermehren, damit sind wir noch, machen wir noch jetzt Prüfungen, weil wir gerne wissen möchten, welche, denn Trigodoriden, Paratrigodoriden sind als Genes. Und da sind verschiedene Arten, Paratrigodorus teres oder Paratrigodorus pachydermis. So, wir möchten gerne wissen, welche Sorte von Trigodoriden vermehren sich, aber jetzt warnen wir noch dafür. Und es ist auch eine Frage, wir suchen Haplapopulationen, die vermehren auf der Gete. So, wenn man eine Erfahrung hat, bitte schicken Sie uns Wurzeln mit den Knoten von Melodogyne Hapla, denn wir möchten gerne, oder die Uni, die ist damit beschäftigt, um zu versuchen, die Diagnose von diesen Melodogyne Populationen möglich zu machen. Und wie gezeigt in dem Beispiel von den Aussaatmomenten-Experiment,
Rauhafer ist ein schönes Zwischenfrucht, aber ist nicht mit Tagetes vergleichbar. Ja, und bitte, ich hoffe, dass Sie Fragen haben. Dankeschön. Michele, ist deine Frage damit beantwortet über TRG? Entschuldigung, ich habe mitgedacht. Das ist gut, weil bei uns ist es immer so. Okay. Fragen? Darf ich eine Frage stellen, Ulrich Höfer aus Bregenz? Ja. Wie lange müssen die Tagetes mindestens stehen, damit die Wirkung da ist? Und was macht man dann mit den Resten der Tagetes? Frieren die einfach ab und man arbeitet dann ein? Oder wie tut man da? Ja, natürlich unter holländischen klimatologischen Umständen sind 2 bis 3 Monate notwendig, um die ganze Boden, Tiefe, die durch Wurzelung völlig optimal zu haben. Und man kann eigentlich sagen, wenn die Durchwurzelung da ist und 2, 3 Wochen sind die Nematoden, denn die gehen nicht so weit, die gehen nicht hoch, diese Pratelengesorten, wenn die 10 cm sich bewegen, dann ist das schon viel. So die Wurzeln sollen zum Pratelenges hingehen. So wenn man in Süddeutschland oder wenn man auf höhere Temperaturen, da geht das bestimmt schneller. Und man sollte eigentlich das Bodenprofil überprüfen, um zu sehen, sind die Wurzeln überall da. Und dann bin ich davon überzeugt, dass in vielen europäischen Gebieten das schneller geht, dann bei uns in Holland. Ja, und ich denke, dass es in Norddeutschland, denn da wird auch in Baumkulturen, wird da Gates angebaut, in Schleswig-Holstein. So, und da hat man Erfahrung, ob das länger angebaut werden soll. So 2 bis 3 Monate, das reicht. Ja, es ist ganz frostempfindlich und man bekommt eine sehr schöne, feine organische Stoff. Es ist überhaupt kein Problem, die einzuarbeiten. Mit anderen Zwischenfrüchten soll man da viel mehr darauf achten. Aber die organische Stoff ist ganz schön fein und man braucht nur wenig Bearbeitung, um diese Masse einzuarbeiten. Okay, danke, Lene. Dann noch eine Frage von Michaela. Wir haben verstärkt Pratelengen. Suat Thierry hat zuerst. So ist es. Entschuldigung, also, ich dachte. Suat. Ja, danke. Sie haben vorher von Baumkulturen und da geht es gesprochen. Also heißt Obstbau oder? Ja. Zierbäume, Obstbau. Ja, beide. Denn wir haben in Zierbäumen Probleme mit Pratelengespenetrans und Fürtisilien. Es gibt viele Baumarten. So, da wird es benutzt. Und die Anbau, wie heißt das? Apple Replant Disease. Apfelmüdigkeit. Ja. Auf leichte Böden wird durch Pratelengus ist die wichtigste Grund für die Apple Replant Disease. Das ist nicht der Fall für all die anderen Bodenarten, denn das finde ich so etwas Blödes, dass man für die Apple Replant Disease, da sucht man nach einer Lösung. Aber es ist ganz unterschiedlich, wenn wir hier auf diese Kleeboden, wir haben auch Apfel in dieser Gegend, da haben wir auch diese Replant-Schwierigkeiten, dass man nicht mehr zweimal einen Obstbau anbauen kann. Aber da sind die Methoden nicht den Grund. Aber auf die Sandboden, ja. So, man sieht jetzt, wenn man einen neuen Apfelbaumgart anpflanzt, dass man das Jahr davor, da wird Tagetes angebaut. Und das wird auch gemacht in die Verwehrung von Obstbäumen auf die Sandboden. Da wird auch breit Tagetes eingesetzt, um die Bäume eine gute Stadt zu geben. Ja. Auch bei der Veredelung von Rosen, da wird es auch gemacht in den Baumschulen in Deutschland. Weil das ist ja, ich glaube, Rose und Apfel sind beides Rosa. Rosacee, ja. Ja. Und das Schwierige für die Bäume und die Rosacee ist, dass
den Wurzeln brauchen viel mehr Zeit, um zu auseinanderzufallen. Und es wird, die Bratelinges überlebt dann auch viel, viel besser. So, das ist ganz unterschiedlich. Wenn man die Abnahme sieht in Rosenanbau und so weiter, geht noch langsamer als in Ackerbau. So, deswegen in Rosen, wie gesagt, ja, da wird auch viel Dagegen angebaut. Und man macht das einmal und wir denken jetzt, dass man, wenn man einmal pro 6 Jahre Tachetes einstuft, dass das reicht. Ja, und wir haben schon in die Kartoffelanbau gesehen, da im Norden bauen wir einmal pro Jahr 2 Jahre Kartoffel an, dass wir schon noch in die dritte Kartoffelernte noch die Effekte sehen von 6 Jahre her, die Tagetes Anbau. So, und das macht es wirtschaftlich natürlich auch viel einfacher, um das einzustufen, um das einzubringen. Für nachhaltiges, ja. Effekt. Ja. Aber, guck auch mal nach die Zeit. Michaela? Ich hätte noch eine Frage zu den Leguminosen. Also bei uns tauchen jetzt immer mehr Bratulenchenprobleme in Erbsen auf. Ja, ja, kennt ihr das auch schon oder? Ja, das ist, kijk, Leguminosen und Pratelenchus, das ist eine explosive Kombination. Und das ist noch nicht nur für die Kleber und die Wicken in die Zwischenfrüchte, aber auch in die Ackerbaureihenfolge. Und wir kennen das von früher auch, wenn wir Erbsen und, da haben wir so 2 Früchte, zuerst Erbsen, ja, und dann Ackerbohnen, ja, und dann explodieren die Pratelenchus. Und wir haben auch, jetzt wird es auch weniger und weniger gemacht, weil die Verdienmöglichkeiten mit diesen Erbsen sind viel niedriger dan die Verluste, die wir später haben in den Kartoffeln. So, das ist eine explosive Kombination. Und dann ist natürlich, wenn man Tachetes eingeführt hat, dann kann man auch ohne Probleme wieder diese Leguminosen einbauen. Wie Sie gesehen haben, dann geht es auch viel langsamer hoch. Mhm. Aber man kann sagen, dass wie mehr Wirtspflanzen man wieder nach die Tachetes einbringt, desto schneller werden die. Denn unsere Theorie ist, Pratelenchus hat nur 30 Eier pro Adult und hat vielleicht 3 Generationen, nicht mehr dann das, dass wir wirklich den Befall so niedrig machen, dass es so lange, so viele Generationen braucht, um wieder hochzukommen. Mhm. Aber je mehr 3 Punkte man einbringt ins System, desto schneller wird das wieder auf eine Schadenstufe herkommen. Danke, Lennart. Ich unterbreche mal, weil wenn man Lennart Fragen stellt über Nematoden, dann hört er nie wieder auf. Und ich möchte vor allem auch darauf achten, dass die Fragen, die über Erdbeeren da sind, dass wir die beantworten. So, gibt es andere Fragen für Lennart, die spezifisch über Erdbeeren gehen? Ich habe auch eine Frage für euch eigentlich. Lennart hat auch erklärt, dass es sehr wichtig ist in einer Nematodenstrategie, dass man weiß, was man im Boden hat. Wie normal ist es, dass in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, dass da Bodenproben genommen werden, um eine Nematodenanalyse zu machen? Man kann warten, bis man Schaden sieht, aber wie normal ist das? Wie viel Erfahrung habt ihr damit? Überhaupt keine oder ist das oft gemacht? Die Erdbeeren-Spezialisten hier in der Gruppe, TOS? Ja, also bei uns ist das eher Ausnahmen und eigentlich praktisch nur, also ich weiß nur so viel, dass wenn es Probleme gibt, wenn Probleme auftauchen, dann werden Proben gemacht. Aber standardmäßig oder vorgängig ist das wirklich sehr, sehr selten nur, so, soweit mir bekannt ist. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist, ob Carol dort andere Erfahrungen hat, aber ich denke, ja, bei uns sind das eher wirklich die Ausnahmen.
Du bist noch gemutet, Carola. Bin ich auch so wahr? Hat jetzt spezifisch beim Schaderreger unter das eigentlich nur. Ah. Ich kann dich nicht verstehen, aber ich weiß nicht, was los ist. Okay, ist jetzt besser? Ja, viel besser. Eben, ich nehme das auch so wahr wie Hagentus. Gerade auf einen Schaderreger spezifisch untersuchen machen wir eigentlich erst, wenn wir irgendwie unregelmäßigen Wuchs oder so feststellen. Okay. Ja, das ist eigentlich sehr schade, ne? Denn wenn man schon etwas sehen kann, dann hat man schon eine Verlusthöhe dann 10%, denn niedrigere Verluste spürt man nicht. Sieht man, ja, ne, genau. Ja, die sind nicht auffällig. Mhm. Ja. Aber natürlich ist es ganz vom Boden abhängig, ja? Wenn Sie in Österreich oder die Schweiz nicht auf leichten Böden die Erdbeeren anbauen, dann wird auch Bratlängers nicht da sein. Ne? So, das ist ganz wichtig zu wissen, welche Arten können auf das Bodentyp, wo die Bauernhöfe die Erdbeeren anbauen, welche sind möglich. Ja? Wenn es kein Bratlängers gibt, braucht man auch kein Tagetes, obwohl es eine schöne, auch für Insekten und es hat eine schöne historische Geschichte. So, es fängt damit an natürlich, um zu sehen, ob es Potenzial gibt, um eine bessere Ernte zu bekommen. Mhm. So wie gesagt. Vincent. Ja, ich denke, Entschuldigung für die Schweiz, sag das mal. Vielleicht die Kollegen, wenn es bestätigen, wir haben nicht so viele leichte Böden, Sandböden, das ist schon mal etwas. Und dann scheint es mir, dass die Nematologie ein bisschen, auf Französisch sagen, le parent pauvre ist, also ein bisschen unterdotiert ist in der Schweiz. Also wir haben eigentlich sehr wenig Leute, auch bei Argoscope, die auf Nematoden arbeiten. Und vielleicht ist das auch ein Problem der Kapazität, Böden vorausbeugend zu testen. Normalerweise sind die Diagnosen gratis, eben weil es ein Problem ist. Hingegen wahrscheinlich müsste man das bezahlbar machen, wenn man das vorbeugend machen würde. Wie ist das in den Niederlanden? Die Tests, die kosten etwas, nehme ich an, oder? Ja, ungefähr 125 bis 150 Euro. Und würdet ihr auch Proben vom Ausland testen? Ja. Okay. Kommen viele. Ja. Und da hat man alle Nematoden, ne? Und das ist dann die Inkubationsmethode, Lene. Ja. Ja. Ich denke, das ist vielleicht etwas, was wir hier verbreiten müssen in der Schweiz, dass es die Möglichkeit gibt und dass das vielleicht Sinn macht, wenn Böden vielleicht eher Richtung leichte Böden gehen. Mhm. Ja, also reine Sandböden haben wir, glaube ich, kaum in der Schweiz, soviel ich weiß. Aber Probleme mit Bratlängerspenetranz in Erdbeeren, oder? Ich vermute schon, weil ich bekomme immer wieder Proben und manchmal hat es Wurzeln oder Meleidogine drauf oder andere Sachen. Das sieht man natürlich, aber ich denke, es wird zu wenig untersucht. Ja. Ich habe jetzt wieder Proben, ich finde nichts typisches Pilzliches, aber eben das. Wir sind uns vielleicht einfach zu wenig bewusst, dass wir ein Problem haben. Okay, Lena, noch eine ganz andere Frage. Unkrauter sind auch Wirtspflanzen für Bratlängerspenetranz. Wie viel Unkraut kann man sich leisten in einem Tagetes-Anbau, um das Effekt man kann sagen, dass wir haben es geguckt, ob wenn man eine Mischung hat von Wirtspflanzen und Tagetes, was passiert. Und wir hatten gehofft, dass das Bratlängers so blöd war, auch mal im Target zu gucken. Ja? Mhm. Aber er hat dann eine Präferenz für die andere. So, er vermeidet die Targeters, wenn es etwas anderes gibt. So, und dann kann man sagen, jede Liter Boden, die durch einen Wurzel von einer Wirtspflanze befallen ist, da wird die Nematode nicht bekämpft. So, unkrautfrei muss das Streben sein. Ja, muss das Streben sein. Und auch, man kann sagen,
Ja, wir sagen, jede 3 Wochen, wenn man das mechanisch macht, jede 3 Wochen, weil dann soll die Nematoden wieder aus den sterbenden Wurzeln austreten und eine neue Wirtpflanze sich suchen. Und das ist natürlich ganz wichtig zu bedenken, dass dieses Pratelengus, die ist immer mobil. So, wenn man das Unkraut tötet, dann wandert die Nematode wieder aus und dann hoffentlich geht er zum Tagetes. Mhm. Ja? Dann, so, wir haben auch mal probiert in Erdbeeren, um Pratelengus zu fangen mit Gersten. Da haben wir Gerste zwischen den Reihen angebaut und gehofft, dass wir dann in die Gerste zu locken und dann, und dann die Gerste zu töten, ne, dass wir etwas die Population niedrigen könnten. Aber hat natürlich nicht gewirkt. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir mit den Gersten die Pratelengus früher gefüttert haben. Und dann haben wir die Gerste abgemacht und dann sind die von Gersten sofort in die Erdbeeren eingewandert. Und das effektiv war kontraproduktiv. Mega. Ja. 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 Ich sehe, dass Ines hat eine Hand gehoben. Ich weiß nicht, ob da. Ja, hallo. Ich wollte nur vorher zu dem, was du eben auch schon gesagt hast, über das Bewusstsein eigentlich von Schäden, die Pratelengus, also Symptome, dass sie einfach nicht spezifisch sind. Ja, also die Landwirte denken bei Nematodenschäden unserer Erfahrung nach eben, wie es auch die Erfahrung ja bei anderen, also bei anderen Nematologen ist, am wenigsten einmal als allererst an Nematoden und dass die Schäden verursachen können. Und ich glaube, müsste wieder mehr in die Richtung gehen. Ich glaube, wenn wir beginnen zu suchen, oder mal nachzuschauen auf den Flächen, dann würden wir Pratelengus genug finden, meiner Meinung nach. Ja. Und wir haben heuer dazu für Österreich ein kleines Projekt geplant, eben in Erdbeere mit Pratelengus. Das Vorkommen in Österreich auf Erdbeerflächen einmal anzuschauen, wie die Situation heuer ist oder wie sich die Situation zeigt in Österreich, weil sehr wenig Daten eigentlich zur Verfügung stehen. Ja? Also um das Bewusstsein eigentlich dann ein bisschen wieder an die Landwirte ranzubringen, nicht nur in Erdbeere, auch in anderen Kulturen, dass Pratelengus auch in Österreich ein Schädling ist, der vorhanden ist und eigentlich unbewusst, so wie du sagst, 10%, wenn man nicht schaut, ist gleich mal bei Erdbeere da, zu Schäden führen kann. Ja? Und das deswegen bin ich sehr froh, dass das Best for Soil heute diesen Vortrag dazu zu Tagetes und Erdbeeren und Pratelengus gebracht hat, weil das ist interessanterweise heuer genau unser Thema. Ja. Also wir spezialisieren uns halt heuer mal auf das, dass wir auf Flächen schauen, haben wir Pratelengus hier oder nicht? Also wie ist die Verbreitung? Ja, bei Symptomen und auch in Kombination mit einer Kollegin, die mit Verticillium arbeitet. Also wir werden Verticillium mitbearbeiten, also in dem Projekt. Ja, ja das ist wunderbar, denn damit fängt es an. Ja. Wir haben zusammen mit Delphi, es ist schon 10 Jahre her, haben wir Nematode-Horror-Tours organisiert. Ja. Mhm. Und dann hat eine Berater von Delphi hat in seiner Gegend geguckt, wo es Nematodensymptome gab. Und dann sind wir mit Landwirten wirklich auf Tour gegangen. Und guck mal, so sieht das aus. Und dies und das kann man machen. Und am Anfang war das ein bisschen empfindlich, denn ein Landwirt ist nicht froh, wenn er ein Problem hat und die ganze Umgebung kommt auf den Bauernhof, um zu gucken, was wäre. Yeah. Aber das hat sich umgedreht, Herr Harm. Die Leute haben, das war eine gute Diskussion mit den Landwirten. Wie kommt das? Denn man kann einfach erklären, dass es nicht ein schlechter Landwirt ist, der Probleme hat, aber dass es die Umstände da sind, wodurch es sich zeigt. So, es waren schöne Abende, diese Nematoden. Man kann eigentlich sagen, dass jeder Landwirt hier hat Nematoden und der kluge Bauer, der weiß das und der weiß, wie damit umzugehen. Hm. Und ich denke, dass es hier gebracht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob es andere Fragen gibt. Es ist auch schon fast 10
Es ist natürlich auch so, dass wir im Best for Soil auch noch die Möglichkeit haben, um mit kleineren Gruppen noch was zu vertiefen. Ne? Zum Beispiel über dieses Thema. Vincent, wolltest du da noch was darüber sagen? Die COPs, die kleinere Gruppen, womit wir dann noch eine, naja, noch was mehr machen könnten, wenn da Interesse vor ist. Ja, danke, Herr. Ja, die Idee dieser COPs, also dieser Arbeitskreise, möchte, sind kleine Gruppen, Produzenten, Berater, tut sich zusammen und eben sagen wir bauen. Wir machen nicht unbedingt Versuche, sondern es geht darum, das wirklich bei Landwirten zu testen. Wir haben jetzt wirklich gehört, dass das scheint eine ganz gute Sache zu sein, die da geht es. Und ich schlage vor für die Schweiz, dass ihr mich kontaktiert und zum Beispiel, dass wir, wenn das Interesse da ist, auch mit ein paar Landwirten, dass wir das testen, auch dass wir dann eben Proben schicken nach den Niederlanden, schon mal vorab zu klären, haben wir überhaupt Prätilenchius und das, wenn da jemand interessiert ist, zusammen anschauen und dann eben Erfahrungen austauschen. Das ist wirklich die Idee. Und ihr habt gesehen, wir haben heute das Glück, dass wir diese ganz tolle Information bekommen haben. Und das sollte eigentlich weitergehen. Und wenn wir, hoffentlich ergibt es auch eine Dynamik, die macht, jetzt haben wir noch ein anderes Problem, das würden wir auch gerne angehen. Dann schauen wir wieder um bei Best for Soil, gibt es jemand anders, der uns da weiterhelfen kann? Also ich denke, das ist für die Schweiz gültig, sicher auch für Deutschland und Österreich. Ich kann mir auch vorstellen, ne, was zum Beispiel, wenn der Bewusstsein noch sehr gering ist, dass man vielleicht als erstes Mal anfangen könnte, okay, lass uns mal gucken in den Database, was für Kulturen bauen wir an, welche Gründung und was ist dann überhaupt der Risiko, ne, was über... Über Vermehrung von diesen Nematoden, dass man überhaupt schon eine Art Risikoanalyse würde ich sagen, dass dann vielleicht in der Art ein paar Proben nach Holland schicken, damit die Ergebnisse zurückkommen, dann kann man vielleicht etwas anfangen, weil die Probleme gibt's. Ich bin sicher auch bei euch. Ich Polen, Deutschland, ich meine, wo man Proben nimmt und nimmt die mit nach Holland, dann finden wir was. Ja, ihr tut was rein wahrscheinlich, oder? Ja, Nematoden kennen keine Grenzen. Ne? Das nein, nein. Nein, es ist interessant, weil ich habe, als ich das angesagt habe, diesen Workshop, hatte ich auch unter anderem meine Meldung, das habe ich an euch weitgegeben, ja, wo finden wir Saatgut? Ja. Ich habe keins gefunden. Ich danke euch, habe ich jetzt eine Quelle. In den Niederlanden, aber inzwischen habe ich auch in der Schweiz herausgefunden, dass man Saatgut bekommt. Das heißt eben sogar Crop Protection, die Mischung. Und die ist allerdings teurer als bei euch. Hoffentlich keine Mischung. Also es ist wirklich Targetes Spatula. Also nicht die Mischung. Das ist wichtig, das habe ich vergessen. Weil es soll Spatula sein, denn Erecta hat auch ein bisschen eine Wirkung, aber ganz wenig und Tagetes minutua hat überhaupt keine Wirkung, obwohl es ein riesen Tagetes ist. Das war ich vergessen in meiner Vorlesung. So, es soll Patula sein für die Effektivität. Und ich möchte noch mal auf eine Seite von einem altes europäisches Projekt hinweisen. Das ist Pro Gemüsen. Darf ich mein Bild noch einen Moment teilen, dass ich das zeigen kann? Denn für Deutschsprachigen, denke ich, ist es auch eine gute Quelle, um Informationen über den Methoden mitzukriegen. Dann soll ich das hier. Das ist progemüse.eu und das ist auch in die deutsche Sprache. Und da gibt es auch viele Flyer über Nematodenproblemen in verschiedene Früchte, in Schwarzwurzeln, in Zwiebeln, auch eine Tagetes, ist ein bisschen altmodisch, aber es erzählt die Geschichte gut. Und das Nematodenschema ist natürlich jetzt viel besser mit den Best-for-Soil-Daten. Aber auch Beprobung auf Nematoden, Kohl, ja bitte, wenn sie anfängt mit Nematoden, ist das für die Deutschsprachigen eine Quelle, könnte es sein. Okay, danke. Habe ich noch eine Bitte an Vincent? Kannst du nochmal den
die Kontaktdaten zeigen für die Facilitators, Alfred, Vincent, Michaela und Benjamin in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Evans, ich möchte auch die Zeit in Acht nehmen, dass wir die Möglichkeit bieten. Jetzt habe ich die anderen Bildschirme wieder angehängt. Mal schauen, ob es klappt. Aber ich denke, auf der Website sind die ja drauf. Also ich denke, die sind einfach zu finden. Ja. Also ich denke, in dem Fall den Aufruf, wenn ihr da, okay, das ist interessant, um das mal weiter zu auszuarbeiten, dann kann man sich auf zu euch richten. Und dann können wir noch gucken, wie wir das organisieren können. Ich hätte noch eine Frage, wie das jetzt weitergeht mit den COPs. Wollen wir auf der Website das jetzt weitermachen? Weil ich habe parallel bei einigen, die auch interessiert waren wegen der Kurzfristigkeit, konnten die eben jetzt nicht dran teilnehmen. Die würden jetzt nochmal sich das Ganze anhören oder anschauen, weil es auf der Best for Soil Website nachher steht. Oder wo steht dieses hier? Oder geht das an die Leute, die sich per E-Mail melden? Da müssten wir einfach mal einen Ablauf definieren, damit jeder weiß, wie es weitergeht. Ja. Wir haben noch keine... noch nicht entschieden, was wir damit machen, aber das auf jeden Fall die Leute, die heute dabei sind, die werden auf jeden Fall den Link kriegen. Ob wir das auf den Website publizieren können, weiß ich nicht genau, ob das mit GDPR Regulation, ob das alles geht, aber müssen wir mal gucken. Ist vielleicht auch kontraproduktiv für einen Workshop. Aber trotzdem muss man dann ja überlegen, wollen wir einen Workshop Schweiz, Deutschland, Österreich machen, Holland vielleicht auch noch, oder machen wir zusammen weiter oder probieren wir es erstmal? Ja, ich meine, so eine, die Idee von so einer Arbeitsgruppe, wie du es genannt hast, Vincent, ist mehr, dass man sich auf lokale Probleme dann orientieren kann. So, ich würde sagen, würde ich das dann Deutschland, Österreich, Schweiz machen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man sagt, von okay, ich möchte dann Obstbäume und Erdbeeren, könnte mal ja auch anders sein. Ne? So, das ist eigentlich an euch, um das zu organisieren. Aber ich würde sagen, konzentriere euch auf lokale Probleme, weil das ist auch für den Landwirten, denke ich, am interessantesten. Was aber Ines sagte, das ist bei uns ganz genauso. Also bei uns fängt das jetzt an, dass wir mehr und mehr Pratelentius-Probleme haben. Ich habe das eben schon mal gesagt, dass das bei Erbsen aktuell, aber ich hatte auch ganz viele Nachfragen wegen Getreide nach dem Winter. Also so ein Monitoring wäre auch bei uns irgendwie ganz interessant. Oder dass man gemeinsam... Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Wir können auch noch gerne mal mit zusammen noch mal etwas organisieren. Müssen wir mal gucken, wie viel Interesse da ist, dann können wir das organisieren. Das werden wir gerne versuchen. Ich hätte eine noch kurze Bemerkung. Es gab mehr Leute, die haben gesagt, eben sie würden gerne teilnehmen, konnten nicht. Jetzt eben wurde es aufgenommen. Ich denke, wenn ihr einverstanden sind, schicke ich den Link dann auch an diese Leute nicht. Ich denke, das stört wahrscheinlich niemand, der jetzt hier teilnahm. Ja, das ist wichtig, dass die Leute, die jetzt teilnehmen, dass die das okay finden. Das ist wichtig. So, wenn einer sagt, nein, das möchte ich nicht, dann hören wir das gerne. Ja, ist jemand dagegen? Ja, das ist gut. Und wenn wir noch andere Leute finden, die sagen, okay, ich möchte das auch nochmal gerne live miterleben, dann können wir auch noch darüber nachdenken, um das nochmal zu organisieren. Das ist auch, wahrscheinlich auch kein Problem. Wenn man das so digital machen kann, dann ist es auch eigentlich einfach zu organisieren. Aber dann werden wir noch nicht darüber nachdenken, zusammen in Best for Soil. Ja. Ja, ich möchte noch Werbung machen für die Blog, der Vincent gezeigt hat. Denn auf den Workshops
sind da gute ja, Aufnahmen, ne? Über Nematoden, über Fetischerium. So, guck mal, wenn man mit Landwirten mal eine Introduktion möchte von Nematologie, dann gibt es dort in 22 Sprachen eine Vorlesung über Nematologie in der Breite. Und die kann man finden via diese Blog, Vincent? Genau. Ja. So, wenn man so mit einer Gruppe in Österreich für die erste Mal nach Nematoden sich umsieht und man möchte mal wissen, was sind Nematoden, dann kann man in 12 Minuten oder so etwas, dann hat man die ganze Nematodenwelt an den Füßen. Ja, und an Lenert kann man sehen, was das bewirken kann. Ja. Ja, okay. Gibt es noch dringende Fragen? Wenn nicht, dann würde ich euch alle ganz herzlich danken für Ihre Anwesenheit und die Diskussion. Und ich hoffe, dass wir noch was, ja, hier noch was draus machen können. Wir haben jetzt, das soll endet jetzt März 2022, so haben wir noch Zeit, um noch was mehr zu machen, wenn Interesse da ist. Okay. Harm, kann ich ein ganz letztes Wort? Die ASD-Methode, wäre das auch was, die mal vorzustellen in so einem Workshop auf Deutsch? So, welche Methode? Die ASD, die Anaerobe. Weil wir fragen die Leute, die jetzt teilgenommen haben, ob sie Interesse haben, oder wir schicken über unser Newsletter, können wir ja mal eine Umfrage machen und sagen, gibt es da Interesse? Und dann vielleicht im Verlauf es ist nicht zu spät, jetzt müssen wir im Sommer machen, aber damit die einfach Leute wissen. Ja. Weil ich glaube, das ist auch eine sehr gute Kontrollbekämpfungsmethode von Nematoden, wenn mich nicht täusche. Ja und auch Pilze. Ja. Wenn Interesse da ist. Wir können ja eine Umfrage machen und dann. Ja, ja. Okay, das war's. Ja. Können wir Pratulentius auch in anderen Kulturen machen? Nicht nur, also ich sag mal, Obstbau und Erdbeeren sind sehr hochwertige, aber auch sehr flächenmäßig geringfügige Anbauten. Dass man auch vielleicht dann in die andere Richtung denkt und sagt, na, mit all dem, dass wir bei den anderen Kulturen auch mehr nachgucken. Nicht nur die teuersten Techniken, sondern eben, dass wir unten drunter auch nochmal überlegen, was kann ich machen mit Fruchtfolge? Weil da kriegen wir viel mehr Praktika und auch Fläche mit dabei. Ja, gerne. Gut, danke erstmal. Ja, okay. Dann bye-bye to all of you. Ja, best for you. Tschüss. Habt einen schönen Sommer. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.